Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin wieder da und diesmal immer noch nicht gesund. Und zwar habe ich ja euch erzählt, dass oder haben viele mitbekommen, dass ich irgendwie total Fieber hatte, 2 Tage lang und es mir wirklich scheiße ging und das auch noch auf meinen Geburtstag. Und das ist jetzt, ja, Montag, das war Montag und also halt vor einer Woche, sogar vor über einer Woche. Eine Woche und ein Tag. Ja, oh mein Gott, ich kann zählen. Und ich hatte halt 2 Tage Fieber und mir ging es richtig scheiße. Und jetzt habe ich halt seit Mittwoch, Donnerstag, habe ich immer noch halt Schnupfen und Husten. Und ja, das ist echt doof und nervig vor allem, weil ich denke mir so, wann geht das endlich weg? Weil das nervt mich. Weil meine Nase immer zu ist und oh, ich hasse es einfach. Okay, ist ja eh nie schön, krank zu sein. Und zwar habe ich heute für euch meine Top 5 von meinen Lieblingsparfüms, die ich schon seit Jahren, was heißt Jahren, ich benutze schon eigentlich lange Parfüme, aber wie lange ungefähr? Ich glaube, seitdem ich, ich habe es schon als Kind gerne benutzt, aber so jetzt, ich glaube seit 2013, kam dann ein Parfüm, es war teuer und so habe ich dann angefangen, ja, halt mit Parfüm und dass ich halt immer Parfüm trage und die stelle ich euch heute vor und klar sind welche, also gibt es Parfüms, die ich auch sehr sehr mag, die ich aber noch nicht hatte und deswegen nicht sagen kann, okay, die sind gut, die hole ich mir immer und da ist nicht nur teures bei, sondern sogar auch was etwas Preiswertiges für welche, die sich zu geizig sind, ein teures Parfüm zu kaufen, was ich auch wirklich bin. Deswegen, ich hole mir nicht oft Parfüms. Und ja, you know what I mean? Fangen wir mit dem 5. Platz an. Und das ist auch nicht so teuer. Und zwar ist das von Bruno Banani. Ich weiß jetzt nicht genau, welches das ist oder wie das heißt. Ich verlinke euch, ich verlinke euch das einfach in der Infobox, da könnt ihr dann gucken, wie das heißt. Das kriegt ihr, glaube ich, auch bei DM, ja. Und da sind, also es gibt ja mehrere verschiedene Sorten, die eigentlich auch ganz schön sind, aber ich finde, der riecht besonders schön. Ich weiß nicht, der riecht einfach richtig feminin und ich liebe den, wenn man einfach mal sich frisch machen will und einfach kurz zack, zack, zack und dann ist das auch nicht so schade, sage ich mal, als wenn man jetzt ein 100 € Parfüm nimmt und sich damit voll sprüht, was ich auch gerne mache. Kommen wir zu Platz 4 und das ist glaube ich jetzt nicht original, aber es riecht eigentlich genauso und zwar ist das Alien. Alien ist ein, oh mein Gott, so ein heftiger Duft für mich, also der riecht wirklich wunderschön. Ihr müsst mal bei Douglas gucken und einfach mal so diese Proben-Dinger nehmen und einfach mal euch oder euch einfach damit vollsprühen. Mache ich nämlich auch oft. Nein, aber ich liebe diesen Duft einfach unnormal. Der hat so ein, wie soll ich das erklären? Der riecht nicht so ein typisch nach Frauenparfüm, sondern der hat so seinen eigenen Duft und das finde ich richtig geil. Ich meine, das haben alle Parfüms, die ich immer hole. Ich hole immer voll außergewöhnliche Sachen, deswegen. Also das ist auf jeden Fall Platz 4. Alien. Kommen wir zu Platz 3. Und das ist jetzt nicht das Original, also ist zwar das originale Parfüm, aber das ist nicht die richtige Flasche. So eine probemäßige Flasche, nur ein bisschen größer. Ein bisschen viel größer als eine Probeflasche, aber ist auf jeden Fall nicht diese originale Flasche. Und zwar von Yves Saint Laurent. Black Opium. Und Black Opium ist, das ist ein süßer Duft. Ja. Ich muss immer noch mal dran riechen. Ich kann mich nie dran erinnern, wie die riechen. Deswegen. Ja, es ist ein süßer Duft. Und den finde ich auch mega geil. Ich mag das ein bisschen, so dieses süße, süßliche. Ich weiß nicht, aber ich mag Parfüms, die süß riechen. Kommen wir zu Platz 2 und zwar ist das Prada Candy Parfüm und das ist so geil, Leute, ehrlich, jetzt an alle Mädels, ihr müsst das auf jeden Fall mal riechen, das ist so ein schönes Parfüm. Wo ich das zum ersten Mal hatte, dachte ich, man muss hier drauf drücken und dann habe ich irgendwie das nicht hinbekommen und
So typisch Inja, ne? Auf jeden Fall, das Parfüm riecht auch mega süß. Ist halt Candy. Da sind halt auch mehrere Sorten von. Aber das ist die beste Sorte von Candy. Und oh mein Gott, es riecht so schön. Ehrlich jetzt, ich glaube, alle Mädels, die das haben, die wissen, wie geil das riecht. Und das ist auch voll der außergewöhnliche Geruch. Oh, ich liebe diesen Geruch einfach unnormal. Der riecht so geil. Riechen alle geil, ne? Aber der ist wirklich... Ich glaube, das wird jedem Mädchen gefallen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das wird vielen gefallen. Ich bin mir sehr sicher. Kommen wir zu Platz 1 und das ist mein Lieblingsparfüm. Es muss euch nicht gefallen. Kann auch sein, dass es den einen oder anderen nicht gefällt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Viele kennen das auch nicht. Weil es früher eher so beliebt war. Also in der Zeit, wo meine Mama ein bisschen jünger war, haben die das alle immer genommen. Und ja, meine Mama hat mir das dann mal empfohlen, wo wir dann bei Galeria Kaufhof oder wo war das? Ich weiß das gar nicht mehr. Hat sie mir das dann mal gezeigt und ich habe mich direkt verliebt, ehrlich jetzt. Und zwar ist das Kaschmir. Oh mein Gott, ich habe jetzt den Deckel nicht. Der Deckel ist auch voll schön. Ist halt voll elegant, weiblich und das riecht auch wirklich... Oh, ich liebe das Parfüm, unnormal. Also das ist wirklich eins meiner Lieblingsparfüm. Also alles sind meine Lieblingsparfüm, aber das ist wirklich ein krasses... Ey, wirklich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mir fehlen die Worte. Auf jeden Fall ist das ein sehr, 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 sehr schöner, femininer Duft. Ist ein bisschen streng. Diesmal... Obwohl, ich süß? Nee. Er ist diesmal nicht so süß. Also schon ein bisschen, aber er riecht sehr streng. Aber er riecht schön streng. Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, das kleine Fläschchen kostet um die 30, 40 Euro. Und da ist wirklich nicht viel drin. Also es ist wirklich sehr teuer. Und das große Fläschchen, keine Ahnung, wie das kostet. Das kostet dann doppelt so viel. Aber... ich muss sagen, das Parfüm ist wirklich mein Top-Parfüm und ich liebe dieses Parfüm. Ich benutze es wirklich jeden Tag und es ist bald auch leer. Ich meine, da ist noch ein bisschen drin, aber bei mir geht leider Parfüm sehr schnell leer. Parfüm, oh, ich muss mir dann immer ein neues Parfüm kaufen und die sind ja auch nicht gerade billig und ich hole mir nicht oft Parfüm. Und ja, ich glaube, das nächste, was ich mir holen will, ist... von Chanel, Coco Chanel. Das habe ich einmal gerochen und das fand ich auch eigentlich ganz schön. Aber dieses Kaschmir, ey Leute, ich liebe es. Also falls euch ein Geruch davon interessiert hat und ihr das gerne mal nachkaufen wollt, ich verlinke euch die ganzen Sachen, Details, bla bla, dies, das, Parfüm. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, weil ich liebe Parfüm. Parfüm ist... muss, also es ist ein Muss, wenn ich kein Parfüm habe, dann drehe ich durch. Also wie gesagt, es muss auf jeden Fall Parfüm her. Und ja, ich würde sagen, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, eine Frage auf jeden Fall noch an euch. Und zwar, wer muss auch immer Parfüm tragen? Wer ist auch so ein Parfüm-Junkie? Also ich bin auf jeden Fall ein Parfüm-Junkie. Wer ist das noch? Schreibt das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und wenn ja, was ist euer Lieblingsparfüm? Das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht kann ich mir ja auch von euch was nachkaufen. Ja, das war's jetzt auch schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis denne. Tschüss.